Jeder will jeden Jordan jederzeit immer tragen, weil die Leute immer absolut fresh aussehen wollen. Und ja, der Schuh, der ist absolut fresh, keine Frage. Aber... Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Movix. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, wir werden jetzt heute über Sneaker-Trends und Sneaker für das Jahr 2021 sprechen. Das heißt, wenn ihr immer am Start sein wollt, wenn ihr immer die freshesten Schuhe, die freshesten Sneaker, den freshesten Style haben wollt, damit die Chicks denken, Mashallah, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Wir werden über die Sneaker und die Trends sprechen, die höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach auf jeden Fall zumindest die erste Jahreshälfte angesagt sein werden. Eine Sache vielleicht vorab, es ist generell sehr schwierig geworden, über dieses Thema Trends für die kommende Zeit im Bereich Mode, Sneaker und so weiter zu sprechen. Also Wallah, es ist echt sehr schwierig geworden, weil vor allem durch das Thema Social Media, Instagram und so weiter, ich persönlich das Gefühl bekommen habe, dass Hypes viel schneller entstehen, viel viraler gehen, also viel mehr Leute dann auf diese Züge aufspringen. Züge aufspringen hört sich scheiße an, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte halt nur sagen, dass viel mehr Leute auf diesen Trend aufmerksam werden. Ja, so ist besser. Und einfach halt fresh aussehen wollen, ist ja normal. Jeder will fresh aussehen, beziehungsweise ich hoffe, jeder will fresh aussehen. Und dann ist das halt schnelle Sache, die ist dann sehr präsent so. Und die verschwindet dann aber auch schneller. Generell ist es ja so, dass Trends und Mode, das ist eigentlich immer ein never-ending Ding. Never-ending Ding. Was ich dann sagen will ist, die meisten Sachen, die kommen, das ist eigentlich seltenst etwas wirklich Neues, sondern das sind immer nur Trends, die sich wiederholen, die kommen und gehen. Kurzer Exkurs jetzt dazu, aber jetzt sprechen wir über, meiner Meinung nach, Schuhe, die jetzt für das nächste Jahr 2021 oder zumindest für das erste Halbjahr voll relevant sein werden und ihr werdet auf jeden Fall anders fresh aussehen, wenn ihr die am Start habt. Der erste Sneaker, ganz ehrlich, war doch jedem klar, aber trotzdem, er muss auf jeden Fall reingenommen werden, ist der Air Force One. Bruder, dieser Schuh, anders fresher Sneaker, der war eigentlich nie so richtig weg, aber dieses Jahr oder vor allem letztes Jahr hat er wirklich schon nochmal einen aggressiven, diesen anderen Push erlebt. So, jeder hat diesen Sneaker auf einmal gerockt und jeder hat ihn gefeiert und er ist auch einfach fresh. Bei vielen Leuten, einschließlich mir, ist es so, wenn etwas zu intensiv, zu viel, zu oft getragen wird, dann hat man nicht mehr so Bock drauf, beziehungsweise dann ist es halt so, du siehst halt aus wie jeder andere. Für die habe ich jetzt folgenden Tipp. Zwei Tipps sind es eigentlich. Option 1 ist, du bist kein Riese, dein Kopf kratzt nicht an der Decke, so, du musst nicht immer, wenn du durch Türen läufst, einfach immer so Kopf einziehen, weil du halt so riesig bist. Yes, sir. Dann kann ich dir sagen, hey, der Nike Air Force One Shadow ist ein Frauenschuh. Den gibt es, glaube ich, bis Größe 43 oder 43,5. Bin mir nicht sicher, aber checkt auf jeden Fall mal. Den habe ich hier und dieser Schuh, der ist extrem fresh. Der ist sehr unique. Sehr unique ist übertrieben, aber ist auf jeden Fall anders als der normale Air Force. Der hat hier dieses geile Detail hinten nochmal so draufgeklebt. Er ist generell, die Sohle ist ein bisschen höher. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Air Force One Shadow. Wenn ich was finde, werde ich auf jeden Fall auch unten was in der Infobox für euch verlinkt haben. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr tut einfach euren eigenen Schuh bei Nike personalisieren. Dafür müsst ihr ein Nike-Konto haben und dann könnt ihr euch euren Air Force One selber konfigurieren. Viele Möglichkeiten gibt es, so Oberflächenleder selber zu bestimmen, Farben selber zu bestimmen. Und dann habt ihr halt einen der freshesten Sneaker ever, Air Force One, aber trotzdem anders und nicht so wie jeder andere. Der zweite Sneaker, der für mich ein absoluter Must-Have ist und der auf jeden Fall dieses Jahr auch weiterhin am Start sein wird, er war eigentlich nie weg, ähnlich wie der Air Force One, aber jetzt durch Social Media ist er halt einfach wieder sehr präsent, das ist der Nike Blazer. Dieser Schuh ist für mich auf jeden Fall einer der heftigsten und für mich einer der Schuhe, die ich am liebsten jetzt getragen habe letztes Jahr. Ich habe ihn zwar nicht so oft getragen, deswegen ist er eigentlich noch einigermaßen gut in Form, aber extrem fresh, kann man super nice kombinieren, egal ob zu einer Straight-Fit-Hose und der Stack so ein bisschen drauf oder zu einer engeren Hose oder zumindest eine Hose, wo unten einen engeren Bund hat. Dieser Sneaker sieht immer fresh aus. Mashallah. Gibt es in extrem vielen Colorways. Ich würde behaupten, dass auch dieses Jahr so Erdtöne, Cremefarben und so weiter auf jeden Fall in sein werden und deswegen habe ich mir den geholt mit diesem cremefarbenen Swoosh. Extrem geil, lässt es sich dann kombinieren eben mit so Erdtönen, Cremetönen und so weiter. Kann ich euch nur empfehlen und vor allem der Schuh, der kostet glaube ich standardmäßig 90 Euro oder 99 Euro. Also kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Anders fresher Sneaker. Der dritte Sneaker, Leute, ist ein Schuh, den vielleicht sehr wenige Leute hier erwartet haben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, 100% wird dieser Sneaker ein absoluter Trend. Aber für mich ist das ein Sneaker, der definitiv mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe
von der Community verdient hat, der ist immer so, Bruder, ich bin noch so fresh, aber keiner interessiert sich für mir. Bruder, mach dir keine Gedanken, ich trage dich, ich werde auch nochmal eine Variante von dir holen und so. Bruder, Ehrenmann. Dieser Schuh, der Adidas Nitro, übrigens, es wird auch der einzige Adidas hier in dieser Runde sein. Alter, Adidas, Leute, ihr müsst mal ein bisschen wieder was tun, weil ihr seid irgendwie lost im Sneaker-Game, habe ich das Gefühl. Also das Einzige, was Adidas noch im Sneaker, so ein bisschen im Streetwear-Game aktuell hält, meiner Meinung nach, ist Yeezy, also Kanye West. Also das ist eigentlich gar nicht direkt Adidas. Meinung zu Yeezy und welche Yeezys vielleicht noch geil sind, habe ich in meinem ersten Video erzählt. Das ist jetzt irgendwo rechts oder links oben, könnt ihr das dann abchecken. Zum Nightjogger. Extrem fresher Sneaker. Ich finde ihn tatsächlich noch geiler in dem ganz weißen Colorway, nicht in dem, den ich hier habe. Der Sneaker hat komplett von vorne bis hinten durchgehend eine sogar hinten relativ dicke Boost-Sohle. Deswegen ist der verdammt gemütlich, verdammt fresh, sieht wirklich ultra nice aus. Und das ist ein Sneaker, den haben sehr wenige Leute auf dem Radar. Aber jeder, der mir diesen Sneaker nachgekauft hat, war anders zufrieden und hat gesagt, Bruder, wallah, stabiler Schuh so. Auf dieser Basis, so sage ich euch, das ist definitiv eine Empfehlung. Ich glaube, der kostet 129 Euro oder so. Ihr wisst schon, Adidas Schuhe mit dem Boost sind immer etwas teurer. Aber ist es auf jeden Fall wert. Krank gemütlich, fresher Schuh, sieht geil aus, kann ich nur empfehlen. Vor allem jetzt dann in den wärmeren Tagen, wenn die Leute vielleicht sogar auch kurze Hosen und dazu hohe Socken tragen, wird der fresh sein. Dann natürlich, selbstverständlich, darf dieser Schuh hier nicht fehlen, der Jordan. Egal, mittlerweile, das ist auch sehr spannend, mittlerweile egal, ob High, Mid oder Low, Jordan ist einfach nur on fire. Egal, Bruder, der Schuh kommt raus, kostet 120, du machst so, du schaust rechts, du schaust links, du schaust auf Internet, gibt es keine Sneaker mehr, du schaust rechts, du schaust links, verkaufen die den für 7.000 Euro auf StockX. Der Hype um die Jordans, der ist anders wild, wirklich. Es ist zu wild. Für mich ein Grund, warum ich langsam aber sicher auch Abstand von diesem Schuh nehme, weil, Bruder, erstens, du kriegst den Schuh sowieso fast nicht mehr, wenn es mal wieder einen Colorway gibt, den du extrem geil findest. Und das andere ist, Bro, du weißt ganz genau, jeder Jordan wird von jedem geholt. Jeder will jeden Jordan jederzeit immer tragen, weil die Leute immer absolut fresh aussehen wollen. Und ja, der Schuh, der ist absolut fresh, keine Frage. Aber, Bro, Alter, wenn deine Schuhsammlung so aussieht wie die von jedem, dann kann, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, weil ich hab da nicht so Bock auf die Sachen. Ich bin dann eher so gut, hey, Alter, wenn jeder das hat, dann hat's halt jeder. Dann ist es irgendwie nicht mehr so besonders. Und bei den Jordans, finde ich persönlich, ist gerade der Hype einfach over the top so. Oder jeder will jeden Jordan in jeder Farbe, egal ob High, Mid oder Low. Am Anfang waren ja nur die High Jordan, also so diese Variante, die hohe, war ja so, dass, okay, geil, fresh. Mid und Low wurde von allen so, alle ist übertrieben, aber wurde halt so von diesen Sneaker-Leuten halt einfach so ein bisschen, eher so ein bisschen gedisst, so gehatet-mäßig. So, ja, das ist halt so nicht das Wahre, es gibt nur das einzig Wahre, High. Der Hype ist mittlerweile so krass, dass die Leute gesagt haben, Bruder, ich krieg keinen High Jordan, egal was ich will, die sind immer ausverkauft. Dann haben die ein bisschen so geschaut, so, was kann ich machen? Haben die Mid oder Low gefunden, haben die gekauft und Bruder, die haben den Schuh gehabt und waren alle so, Bruder, Alter, ich hab einen Jordan, ich hab einen Jordan. Und sag ich mal ehrlich, es ist eigentlich eh Wayne, wenn du eine breitere Hose anhast und die Hose stackt auf dem Schuh. Das heißt, bis hier unten wirst du eh nichts sehen. Also dieser Teil hier oben ist eh verdeckt. Kannst Mid, Low oder High sein, ist eigentlich Wayne. Und ja, mittlerweile wirklich absoluter Renner, der Jordan. Und ich glaube, der wird definitiv auch das nächste Jahr über ein Sneaker sein, mit dem man auf jeden Fall immer absolut fresh aussieht. Ein weiterer Schuh, davon habe ich tatsächlich auch noch keinen. Das ist der Dunk, auch von Nike. Ich bin auch ehrlich, Bruder, wallah, ich gehöre zu den Leuten, die am Anfang keinen Unterschied zwischen Dunk und Jordan 1er überhaupt gesehen haben. Müssen wir halt ganz offen und ehrlich sagen, wallah, die sehen eigentlich fast gleich aus, aber einfach der eine heißt Dunk, der andere heißt Jordan, der eine ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Ich bin auch ehrlich, die machen einfach eine gute Optik. Bei dem Dunk gibt es auch einen High oder einen Low, das heißt, egal in welcher Variante, ihr werdet immer auf jeden Fall anders fresh aussehen. Ihr habt jetzt hier ein paar Bilder, krass, cooler Schuh. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu holen, nicht zu krank übertriebenen Preisen von so 30, 100 Millionen Euro auf StockX, sondern ihr kommt irgendwie anders ran, holt euch den, es ist wirklich ein cooler Schuh. Und den sieht man nicht so oft, wie man den Jordan sieht. Auch für mich eher die Wahl, so wenn ich entscheiden müsste. Ein weiterer Schuh, der wieder absolut im Kommen ist und voll in ist, aber ich mag den Schuh persönlich einfach leider nicht, es sind die Chucks. Und zwar die hohen Chucks. Spätestens seit der Kollaboration mit Comme des Garçons war der wirklich absolut fresh so und jeder wollte wieder Chucks. Und ich bin auch ehrlich, der Schuh, er sieht eigentlich sehr gut aus und man kann ihn auch wirklich super kombinieren mit vielen verschiedenen Sachen. Aber ich persönlich bin nicht so der Fan von diesem Sneaker und habe aber bei Amazon, nein, lost. Hab aber bei Asus wirklich einen richtig freshen Sneaker, der sehr ähnlich ist, aber für mich eine geilere Alternative darstellt, gefunden. Ich kann nicht genau sagen,
an welche Kollaboration oder welche Variante von dem Chuck mich diese Schuhe erinnert. Aber voilà, der erinnert mich an irgendwas. So. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es euch einfällt oder wenn ihr besser Bescheid wisst als ich. Auf jeden Fall finde ich diese Variante von Asus eine coole Alternative, die gefällt mir mehr und die ist auch, ich wollte sagen, die ist auch deutlich günstiger, aber eigentlich auch schon wieder voll lost, weil die Chucks sind eigentlich eh nicht teuer. Die sind immer so im Bereich 50 bis 70 Euro, also wenn es die normalen sind. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr humaner und ein sehr fairer Preis. So, kommen wir zum letzten Schuhtrend, muss ich sagen. Das ist kein Sneaker-Trend, sondern eher ein Schuhtrend, den ich für das kommende Jahr sehe. Boots. Und zwar Plateau-Boots. Das heißt Boots mit einer fetten Sohle. Ich habe jetzt hier für mich die absolute Nummer 1 in dem Game. Das ist der Doc Martens, der Jaden. Der hat eine relativ dicke Plateausohle, aber Leute, wirklich, traut euch daran. Dieser Schuh sieht anders fresh aus. Ich habe am Anfang auch wirklich gedacht, Alter, kann ich den tragen? Sieht es überhaupt cool aus so? Geht das nicht zu sehr in Richtung Glatze und Ausländer raus und Springerstiefel? Dachte ich mir so, nein, Bruder, ich bin schwarz, bei mir wird das sowieso keiner denken. Okay. Dann habe ich den Schuh auch geholt und angehabt und ich fand den nur geil, wirklich. Und ich bin auch ehrlich, auf Instagram, immer wenn ich diesen Schuh anhabe und dazu ein cooles Outfit kombiniere, das sind mitunter die Bilder, die immer am besten ankommen. Also kann ich euch nur empfehlen. Das Ding ist, der Schuh ist relativ teuer, der kostet um die 200 Euro. Immer ein bisschen plus, minus, je nachdem, ob ihr Glück habt. Bei Asos gibt es ein paar coole Alternativen, die auch einen coolen Look machen, einen coolen Fuß machen, mit einem richtigen Outfit kombinieren, absolut fresh wirken und die deutlich günstiger sind. Also checkt da auf jeden Fall mal vorbei. Beziehungsweise machen wir es anders. Ich verlinke euch auch wieder ein bisschen was unten, was ihr als Alternative nehmen könnt. Das war's mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, welchen von den Sneaker-Trends ihr auf jeden Fall fühlt, welchen ihr auf jeden Fall mitmachen werdet. Oder diese Trend, wo gar nicht klar geht, lasst es euch auch wissen. Ich freue mich immer über die Comments. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Mobix.